So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex. An einer ganz fremden Stelle. Warte mal, war ich da schon? Oh, nee. Ich habe mal offscreen ein bisschen gefarmt und währenddessen mal alle Teleporter aufgedeckt, dass wir einfach mit einer Schnellreise sehr entspannt haben, gerade mal hier unten. Bin auch schon zu dieser Insel da unten geschwommen, die wird noch storyrelevant sein, aber dass wir das halt nicht im Part machen müssen. Oh ja, und den hier. Also die einzigen drei Teleporter, die noch nicht waren, sind die drei, aber da kommen wir automatisch auch von der Story noch hin. Und sonst habe ich mal jeden Teleporter entdeckt und wir sind jetzt gerade hier. Da habe ich ja schon angekündigt, entweder da oder da ist einer. Hier am Krater ist ein Teleporter. Und die Stelle habe ich mir jetzt für einen Part ausgesucht, weil die noch wichtig ist. Ray hat zwar noch nicht das Okay dazu gegeben. Ich dachte, man bräuchte es dazu. Aber um seine Mission zu beenden, müssen wir mit der Person quatschen, die dort hinten hockt. Ein Level-Up habe ich auch noch vollzogen, aber das war jetzt eher minder. Walter. Hi. Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ja, ich bin auf der Durchreise. Ich wollte das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Ja, ich rauche auch ganz ruhig. Nein, er hat mich gefunden. Was? Verdammt. Ich muss jetzt gehen. Ja, also der ist wichtig für die Ray-Mission. Ray würde irgendwann selber drauf kommen. Folge dich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen und schauen, wo er unterkriechen will. Oh, warte mal, den soll man ganz verfolgen? Wait, nee, Moment. Ich habe den noch nie ganz verfolgt. Ich habe den immer weggeklatscht. Ich schätze, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Hey, Mann, hinterher! Der Kerl will abhauen! Er wird sich irgendwo verstecken, vermutlich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen und schauen, wo er unterkriechen will. Oh, cool. Okay, Leute, Verfolgungsjagd. Ich bin ihm echt noch nie gefolgt. Hab den immer weggeklatscht. ja, also Ray wäre irgendwann mal selbst auf die gekommen. Ey, warte mal, ich hätte da noch eine Idee, wo meine Steckbriefe sein können. Und dann hätte er einen zu dem Typen halt geführt. Oh, Gräber, das ist traurig. Ja, ich meine, wenn der Typ schon da gehockt ist, dann... So, wohnt er hier unter der Brücke. Ach Mensch, traurig sowas. Ein Geröll-Gefahrenschild. Geil, dass die Entwickler an sowas gedacht haben. So, wie ist die coole Verfolgungsmucke? Die ist weg. Audio da ein bisschen hoch. So, ist das ein Versteck? Nee, noch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo er hin will. Ah, guck mal, da links ist ein Slugbeast. So, wir haben doch kurz Zeit, ne? Wir haben kurz Zeit. Ray, lauf nicht weg, oder? Also nicht zu weit. Ha! Oh, scheiße. Okay, blöde Idee. Wir sehen noch, wo er ist. Zack. So, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, aber weit wird er nicht gekommen sein. Irgendwo über der Brücke. Unter der Brücke? Über der Brücke. Okay, ich hätte vielleicht auch nicht kämpfen sollen. Die Minimap würde uns wahrscheinlich eh anzeigen, wo er ist. Ah doch, da hinten läuft er. Haha. Okay, er läuft da, wo ich schon gedacht habe, wo er hinlaufen wird. Da hat es nämlich eine kleine Hütte. Waren wir da nicht schon im Let's Play? Ich weiß nicht. Da haben wir doch einen Teleporter schon freigeschalten, oder? War nicht ich. Ja, war nicht ich. Hier waren wir schon mal. Hey, hey, hey. Ja, lauf nur, Kleiner. Lauf nur. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Boah, und den hätte ich echt die ganze Zeit verfolgen sollen. Ist ja krass. Ist ja krass. So. Magst du uns auf eine Tasse, weiß ich, Tee einladen? Na? Hi. Ah ja, das ist also dein Versteck. Wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder weg? Ich würde sagen, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Geschichte. Aber, ach, so eine Scheiße. So, ja genau. Du bist also der Kerl, der Ray die ganzen Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hat. Hör zu, ich kann dir Geld geben oder was immer du brauchst. Ah ja klar, jetzt zieht der Penner den Schwanz ein. Aber tu mir nichts, okay? Warum? Gib mir die Steckprüfe.
Warum hast du das eigentlich getan? Du arbeitest doch für diesen Mistkerl. Warum fragst du Ray nicht danach? Das werde ich tun. Gib mir die. Jetzt wirst du bezahlen. Wenn ich das bezahlen mache, ist es dann Mord oder jetzt nicht? Jetzt wirst du bezahlen für deine feige Aktion. Oh nein, bitte. Ich gebe dir auch meine ganzen Splitter. Kälte gesund. Warum? Okay, ja, lass mal sehen. Splitter? Lass mal sehen, wie viel du hast. Hier, nimm sie. Du sollst sie alle haben. Cool. Und die Steckbriefe? Gib mir die Steckbriefe, die du noch hast, und wir vergessen die Sache. Ja, natürlich. Hier hast du sie. Gut, da war klar, dass die Kälte sinkt, aber... Das ist echt nicht dein Ernst, oder? Wir tun, was ich sage. Ende der Diskussion. Sind das alle? Ja, das sind alle. Wirklich. Wie kann ich mir da sicher sein? Ich habe einen dieser alten Schreibblöcke verwendet. Mehr als 10 Wörter haben sie nicht. Die restlichen 5 Steckbriefe sind leider schon im Umlauf. Und jetzt tu mir einen Gefallen und verschwinde wieder, okay? Ey, hör mal. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich will, dass das Schwein seine gerechte Strafe erhält. Ja, mach du doch. Mach doch, was du für richtig hältst. Worauf du dich verlassen kannst. Dieser Kleriker hat offenbar diese Steckbriefe geschrieben. 5 beschriebene Zettel aus einem alten Szenerblock. Demnach hat er vermutlich 5 weitere schon in Umlauf gebracht. Achso, ich dachte, er rätselt weiter. Ja, die anderen 5 haben wir doch schon. Ja. Sieht ganz so aus, als hättest du dir mit dem Kleriker Walter einen gefährlichen Feind gemacht. Er hatte gleich einen ganzen Haufen deiner Steckbriefe und es gab einen Hinweis, dass er kaum mehr als 5 weitere an Wyatt gegeben hat. Und wenn er noch weitere Outlaws beauftragt hat? Unwahrscheinlich. Wyatt ist mit Sicherheit der Einzige, der im Vorfall der Sache Wind gekriegt hat. Steht auf dem Steckbrief nicht etwas von Mitternacht und Eingangstor? Nein, nein, es gab immer nur einen, der für den Job in Frage kam. Wyatt. Mann. Dieser Mistkerl von einem Kleriker wusste offenbar genau, wie er mich beschäftigt. So. Was hast du denn angestellt? Was hast du verbrochen, dass Big W gleich die ganze Meute auf dich angesetzt hat? Es ist schon eine ganze Weile her, da ist einer dieser Kampfkolosse in der Nähe des Forts verreckt. Ich witterte meine Gelegenheit und wollte das Ding ausschlachten. Leider hatten einige Kleriker etwas dagegen. Ich schlug sie zurück und erledigte sie. Bis auf einen. Er entwischte mir und flüchtete zurück nach Ignadon. Das war Walter, der sich mit seinen Steckbriefen gehörig revanchiert hat. Tja, fast wäre sein Plan aufgegangen. Tja, also, wir haben es aber geschafft. Deine Steckbriefe sind jetzt alle aus der Welt. Du hast meinen Hals gerettet. Ich bin dir etwas schuldig. Schon wieder. Ich hoffe, ich kann den Mist, den ich verzapft habe, am Ende wieder gut machen. Mit Hoffnung kommst du bei mir nicht weit. Mag sein, aber vielleicht mit einem Batzen Kohle. Ja. Wo hast du den denn jetzt her? Oho. Nein, warte, ich will 1300. Das gar nicht wissen. Geil. Wie du willst. Kauf dir was Nützliches davon. Du wirst es brauchen. Und danke nochmal. Du bist so etwas wie der letzte Freund, der mir in dieser Scheiße hier noch geblieben ist. Ja, kein Ding. Neue Stufe, geil. Für eine Handvoll Splitter. Oh, sehr schön, sehr schön. Punkte zu verteilen. Für das Waffenupgrade brauchen wir Stärke und Geschicklichkeit auf 63. Wir bräuchten aber auch Fettgerissenheit. Entsendungsbefehl. Naja, egal. Neue Erkenntnisse. Also, Ray ist jetzt fertig. Ich brauche dich nicht mehr. Jetzt können wir uns entscheiden. Wollen wir mit Kaya weitermachen oder mit Nasty? Ich glaube, wir nehmen Nasty. Erstmal. Wie viele Splitter haben wir denn jetzt? Kurzer Zwischenstand. 6500. Na gut, ich die ganzen Ausgaben und so. So, Crony, willst du mir... Commander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. Was? Arsch. Tja, Kleiner, da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Commander. Okay. Wir nehmen... Nasty. Mitkommen! So, auch wenn Kaya... Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum bist du ausgerechnet ein Outlaw geworden? Weil die cool sind! Das schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle.
Ja, die hat noch keine Quest, die muss warum warten. Nicht? Also, Gefährten weg, Abessa. Wir machen den Konflikt als nächstes. Müssen nur gucken, hat der immer noch was zu sagen oder nicht? Ist ja nett. Nö. Wann geht's denn endlich mal los? Ja, jetzt! Huch. Ach, zu denen müssen wir. Ah, die habe ich auch offscreen mal gesehen. Hab noch nicht mit denen geplaudert. Also die restlichen Überlebenden, die haben sich da unten versammelt. Moment, dann gehen wir noch gar nicht so direkt in die Stadt. Mann, das als wir jetzt einfach nach Abessa gekommen sind. Was hat das ausgelöst? Also Kleriker, okay. Kann ich verstehen, wenn die gewinnen. Aber Alps? Oh, nein, mein Trank, ich konnte nicht trinken. Und da liegt er wieder. Scheiß Flammenwerfer, ey. Ich hasse Flammenwerfer. Wenn wir ganz schnell reinrennen, und die keine Möglichkeit haben, die Scheiße zu ziehen. Oder wenn die sich selbst wegsprengen. Was sie leider nicht tun. Warum haben die Flammenwerfer? So, ich roll einfach durch. Oh nein! Keine Energie. Oh nein! Muss kurz warten. Kann ich hier landen? Ja, kann ich. Oh nein, die können ja fliegen. Oh, die haben ja auch Jetpacks. Scheiße. So, einer. Zack, zwei und... So. Alles im Arsch. Ja, alles im Arsch. Na, immerhin können wir die ganzen Leichen auslooten. Hunter ist auch tot. Die Alps war wahrscheinlich wegen der Verteidigungsanlage. Hätten wir die nicht manipuliert, dann wären wahrscheinlich Scheiße, was will ich sagen? Dann hätten die Outlaws wahrscheinlich die Kontrolle. Sag wahrscheinlich nur daran, weil wir das Ding der... irgend so ein Ding manipulieren lassen haben. Oder? Erfahren wir das jetzt, woran es lag? Mal gucken. Ja, ein echt nices Ergebnis. Oh, ist das cool, was das wirklich für verschiedene Konsequenzen haben kann. So, was geht mit dir? Der reißt einfach. Okay. So, die bauen sich hier ein neues Leben auf. Hi, Riley. Schlechter Zeitpunkt. Oh, schlechter Zeitpunkt. Hier? Oh, wir haben dich schon mal beklaut. Haben noch mehr überlebt? Wo sind die anderen? Du hast auch keine Ahnung, was? Scheiße, Mann. Die ganze Nummer tut mir so leid. Ja, er war's, oder? Was ist denn passiert? Du bist passiert. Nur wegen dir hatte ich überhaupt die Möglichkeit, den Energieregulator zu modifizieren. Ich hätte den scheiß Energieregulator niemals modifizieren dürfen. Ich wollte doch nur eine Hintertür in der Kuppel haben. Wer hätte denn ahnen können, dass die Alps genau in dem Augenblick die Stadt angreifen, in der mein Regulator anfängt rumzuspinnen? Das alles ist meine Schuld. Krass, es lag wirklich am Regulator. So viele. Also hätten wir den nicht manipulieren lassen. Ach, du bist's. Moin. Tja, die Kuppelstadt ist Geschichte. Ehrlich gesagt habe ich nichts dagegen. Ich sehe sie lieber in den Händen der Alps als in den Händen der Kleriker. Die sind mir sowieso immer nur auf die Nerven gegangen. Bei den Alps weiß ich wenigstens, woran ich bin. Okay, was ist passiert? Was genau ist in der Stadt passiert? Wir haben einen Aufstand begonnen. Und wir haben den Aufstand gewonnen, obwohl du es nicht hinbekommen hast, die Abhörvorrichtung für uns einzubauen. Wir haben gewartet, bis die Kleriker unaufmerksam wurden. Dank der Waffenlieferung, die du Page gegeben hast, war es ein leichtes, sie zu überwältigen. Als die Kuppel den Geist aufgab, sind allerdings die Alps in die Stadt marschiert. Du hättest vielleicht nicht dafür sorgen sollen, dass York die Separatisten aus der Stadt schmeißen lässt. Ich fürchte fast, sie sind direkt zu den Alps gelaufen und haben ihnen alles verraten, was sie wussten. Ah, okay. Also das mit der Abhörverrichtung, keine Ahnung, war eine verpasste Gelegenheit, davon weiß ich nichts. Ah, aber dafür, dass du die Separatisten rausgeschmissen haben, das hat auch nochmal eine Konsequenz gehabt. Alter, ist das krass. Na, sieh mal einer an. Noch einer, der die Kuppelstadt überlebt hat. Das haben nur Outlaws überlebt. Was ist dort passiert? Das kann ich dir sagen. Wir waren das. Allerdings, wie man sehen kann, ist das Ganze nicht unbedingt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten einfach die Schnauze gestrichen voll von den Klerikern in der Stadt. Da haben wir einen Aufstand angezettelt. Dass die Stadt jetzt von Alps überrannt ist, naja, das ist im Endeffekt Rileys Schuld. Sprich mit ihm, wenn du wissen willst, was er angestellt hat. Ah, danke übrigens für die Waffenlieferung damals.
Ohne die hätte ich den Krieg da drin niemals überlebt. Hier, als kleines Dankeschön für mein Leben. Krass. Also es gibt echt... Boah, das hätte ja richtig viele Ausgangssituationen gebracht. Wirklich jede kleinere Entscheidung da hat irgendwas bewirkt. Was man jetzt auch im Nachhinein auch so erfährt. Mann, ist das geil. So, die Stange klaue ich mir auch noch. Kurze Nachricht. Und eine Truhe. Cool. Erstmal das letzte Hab und Gut von denen noch mitnehmen. So. Zu geht einfach. Doch. Oh ne, geht zu einfach. Setzerbrot, Dietrich, gutes Messer. So, was, ein Speer liegt da. Okay. Okay, lesen wir noch kurz die kurze Nachricht. Hab vorhin wieder diese Viecher gehört. Die Stadt schickt niemanden, denen sind wir scheißegal. Ich gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei dem eingestürzten Tunnel. Ah, der ist wahrscheinlich tot. Gut, dann, ja, drei Überlebende. Die Quote ist, ganz gut. Na, eigentlich nicht. Die Quote ist richtig beschissen. Naja, was soll man tun? Ich glaube, nach Abessa gehen wir irgendwann... Ach, guck mal, aber anscheinend leben die Händler noch. Noch. Naira, die war doch Separatistin. Ich glaube, in die Stadt gehen wir aber wann anders mal. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's mit der Hauptmission weiter. Alternative Verteidigung. Wir müssen mit Sesta quatschen. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.